Da. Das ist jetzt natürlich übel. Gott, das... Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist schwierig. Alter. Das war die Altstadt. Das war... Wir hatten mal eine Altstadt. Moment, wie war das? Stopp. Es gibt doch so... Das hier, Katastrophenschutzeinheit. Die können wir jetzt bauen. Die können nämlich uns helfen, das alles wieder aufzubauen. Ohne dass wir es selbst tun müssten. Wo bauen wir die mal hin? Ich baue die mal hier hin. RIP-Projekt? Na, so einfach gehen wir nicht auf. Sonst hätte ich mir auch sparen können, die Katastrophen überhaupt einzuschalten. Das ist ja das, was wir wollen. Herausforderungen. So, Katastropheneinheit ist gebaut. Die müssten jetzt eigentlich da hinfahren und das retten, was zu retten ist. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die da hinten nicht, zumindest nicht abgeschnitten sind von der Stromversorgung. Wie sieht es mit den Wasserleitungen aus? Wie hat es die erwischt? Wir haben auch noch hier die Darlehen, können wir auch noch aufnehmen. Oder zumindest eins davon. Wir haben noch eine gute Bilanz. Erstmal. So. Was ist denn hier die Wasserleitung? Bin ich blind? Wasserleitung. Warum sehe ich die nicht? Achso, weil ich irgendeinen Filter eingestellt hatte. Gut. Die Wasserleitungen sind tipptopp. Vielleicht mit ein bisschen Geländebearbeitung, die man vielleicht nutzen kann. Weiß ich nicht, ob wir die... Haben wir die schon freigeschaltet? Ja, das heißt, wir können das irgendwie wieder gerade biegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Glätten hier, einebnen. Muss mal gucken, wie wir das am besten machen. Erstmal gucken wir, dass hier alles repariert wird. Ich brauche vielleicht nochmal eine zweite Straße hier hin. Weil sonst ist es schwierig. Aber jetzt kommt die Katastrophenschutzeinheit. Will wir gerade mal gucken, mit welchen Autos die fahren. Ob das dann auch so ist, wie ich das mir wünsche. Wo sind denn hier noch Trümmer? Polizei. Müssen noch Straßen repariert werden. Ah, hier fliegen auch Helikopter durch die Gegend. Die suchen noch Überlebenden. Was kommt hier an? Feuerwehr, gut, brennt auch. Brennen tut's halt auch. Helikopter. Jetzt ist es ein Berg. Ob ein Graben daraus Berg macht? Naja. Vielleicht sollten wir auch mal eine zweite Feuerwache hier in die Ecke machen oder sowas, aber gut. Ich muss gerade mal gucken, was wir mit dem Geld am besten machen. Machen die das alles mit Helikoptern? Reparieren die auch irgendwann die Straßen oder muss ich das selbst machen? Vielleicht muss ich die Straßen selbst reparieren, das kann auch sein. Da würde ich muss die Straßen selbst reparieren. Ja gut, ich mache die Straßen selbst. Oh, sind zumindest die Straßen wieder in Ordnung. Und die, da wird jetzt, ne? Genau, und auch Überlebende besuchen und dann können sie das Haus wieder aufbauen. Die Stromleitung hier in den Graben rein. Es erinnert mich so jetzt gerade hier an die Bilder von aus dem Ahrtal, ne? Wo auf einmal so ein riesiger Graben mitten durch die Ortschaft ging. Da gab es auch solche Bilder.
Würde mich echt interessieren, wie die Ortschaft jetzt aussah, wo ich so ein Bild von gesehen habe, wo da so ein von der, wirklich von der Größe war da so ein Graben, der auf einmal so quasi durch den Ort ging. Okay, das ist weg. Alles gut. Und da hinten müssen wir es selbst aufbauen. Was war das? Ein Windrad, ja. So. Noch immer da hinten das kaputt gegangen ist. Da war das Erdbeben noch gar nicht. Ja gut, vielleicht ist es abgebrannt und keiner hat es gelöscht. Dreh doch ein bisschen an Strombudget, dann musst du auch nicht so viele Windräder stehen haben. Ich habe schon auf 150, das heißt, da kann man nicht mehr tricksen. Na toll. Die hängen auch alle auf dem Feldwegen im Verkehr. Vielleicht müssen wir wirklich mal die Straßen Ich muss die Zeit mal ein bisschen laufen lassen, damit wir Geld reinbekommen, bevor wir das hier irgendwie repariert bekommen. Dass man auch gleich so ein fettes Ding bauen muss, ne? In so einer kleinen Stadt. Disaster Response Unit. In so einer kleinen Stadt gleich so ein fettes Ding. Naja. Aber die machen jetzt auch, wenn Häuser abbrennen oder sowas, kümmern sie sich ja auch drauf. Na, ist ja ganz nett. Achso, jetzt können wir hier das letzte, die Statistik vom von der letzten Katastrophe sehen. Gestorbene Bürger 250, zerstörte Gebäude 37. Straßensegmente, brennende Gebäude, brennende Bäume, ein brennender Baum. Krass. Was während das hier, wenn wir ein bisschen Geld verdienen, muss ich mal kurz wohin. Eine Minute, dann bin ich wieder. Wahrscheinlich, vielleicht sogar weniger. Bis gleich. So, dann bin ich auch wieder. So kann man auch eine Stadt spalten, zwei Stadtteile, ja. Dann hätte es ein bisschen weiter hier sein müssen. Dann hätten wir eine schöne Trennung gehabt zwischen Pflanzberg und der Altstadt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein kleines bisschen an Geld wieder. Kann ich dann jetzt hier Gelände glätten? Oder, nee, einebnen wahrscheinlich erstmal. Wobei, vielleicht nicht ganz so krass erstmal. So. So wollte ich das eigentlich nicht machen. Pinselstärke. Weiß gar nicht genau. Das ist schon... Sehe ich natürlich auch nichts. In der Nacht bei einem Schneesturm. Warum ist das so komisch? Ich verstehe es nicht so ganz. Gut, dann mache ich das glätten. Dann muss ich das glätten halt. Jetzt habe ich fast das Schlimmere gemacht als das Erdbeben selbst. So gefühlt. Dann machen wir es halt nicht so, wie es war, sondern einfach nur glatter.
dann wird die Stadt halt irgendwann sehr gezeichnet sein von ihren Katastrophen, die es gab. Ich mach mal die Stromleitung weg. Ich muss den Strom mal irgendwie anders bekommen. Na, so. Die Stromleitung weg. Achso. Lukas, herzlich willkommen. Danke fürs Folgen. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Wahrscheinlich tut es das etwas, sonst wärst du wahrscheinlich nicht gefolgt. So. So, glätten, glätten, glätten. Oh. Was? Rikus Salad? Auch hier, danke für das Folgen und herzlich willkommen. Okay, das kann ich ein bisschen größer machen dann. Von der Pinselstärke. Oder von der Fläche her. Und was macht die Pinselstärke? Ah, dann geht das alles ein bisschen schneller. Gut zu wissen. So, dann, ne? Dann gibt es jetzt halt einen gewissen Graben hier in der Stadt. Aber zumindest die schlimmste Spur des Erdbebens haben wir jetzt erstmal beseitigt. So. Als wäre nichts gewesen, ne? Da drüben ist die Straße noch kaputt, aber das macht ja nichts. Da fährt sowieso keiner. Könnte sich überlegen, dass vielleicht auch langsam mal erstmal die Straßen wieder hinbauen. Oh, hier war halt ein Wohngebiet, ne? Und das ist jetzt nicht mehr da. Aber es ist jetzt gleich wieder da. Ich hoffe, da will noch jemand wohnen, nachdem was da passiert ist. So, dann haben wir es ja wieder hergerichtet. Was? Malte spielt California Simulator. Achso, du meinst mich. Wow. Ja, da gibt es auch Erdbeben, das stimmt. Auch hier ist auch noch eine Spur von einem. Aber das können wir erstmal lassen, weil da haben wir nichts gebaut. Und hallo, Feuerpflanze. Man könnte sagen, ich habe ein Wohngebiet nach dir benannt. Oder ein Viertel. Nur ohne Feuer. Aber das, da brennt es halt ab und zu, von daher ist es. Hat das auch was mit Feuer zu tun. Gut, dann. Kurzer Antennenmast. Bürger mit Notfalldurchsagen erreichen. Ist wahrscheinlicher, wenn die Bürger zu ihren Schutzräumen gehen. Wir haben noch keine Schutzräume. Wir haben noch gar keine Schutzräume. Ist auch so eine Sache. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Aber die Leute zu schützen. Das Feuer kommt noch. Ja, wir hatten auch eben, als das Erdbeben war, auch schon gut. Feuer gehabt. Aber ein bisschen stört mich das ja schon, dass das hier jetzt so raussticht. Komm, hab ich jetzt auch mal repariert. Auch wenn da nie jemand langfahren wird. Vorerst. Jo. Ein bisschen sieht man den Graben noch. Das ist ganz interessant. Vielleicht mache ich das noch glatter. Ja, komm. Das hinten kann man auch ruhig wegmachen. Oh. Ah, das ist. Guck mal. Lange kann man wirklich sagen, als wäre nichts gewesen. So, womit wollte ich weitermachen? So viele Sachen. Achso, ich wollte mir doch den Katastrophenschutz genauer anschauen. Schutzräume sind teuer. Wir haben auch gerade nicht so gute Bilanz. Das heißt, wir sollten vielleicht nochmal ein paar mehr Leute ansiedeln, die potenziell Steuern zahlen. Sonst ist es gerade schwierig mit dem Geld. Oh, da ist wild. Irgendwie an so eine neulich so eine Sache
die ich bei PietSmiet gesehen hatte. Wo der Jay so meinte, ich hatte auch neulich, mir ist auch neulich ein Tier vors Auto gelaufen. Das war wild. Sowas in der Art. Fand ich, hat es ganz gut beschrieben. Ja, komm, eine Reihe können wir mindestens noch machen hier für das Wohngebiet. Das Witzige ist ja, als Jay das gesagt hatte, ich glaube noch nicht mal, dass er da den Witz im Kopf hatte. Das hat er einfach nur so gesagt und dann, Moment mal, das passt ja. Ach, was wir jetzt auch mal machen können, ist, wir könnten auch ein Heizkraftwerk bauen, ne? So viele Sachen, die ich machen will, bevor wir hier anderweitig groß expandieren. Alles schwierig zu koordinieren, wann man was macht. Gut, hier müssen wir noch ein bisschen das erweitern, damit hier gut gewohnt werden kann. So, dann zieht mal ein. Da hinten haben wir auch Wasser, gut. Dann leben langsam in Pflanzberg mehr Leute als in der Altstadt. Und in Pflanzberg haben sie noch nicht mal irgendwelche Services. Die müssen da rüber nach in die Altstadt, um sich da zu bedienen an den Services. Hier Schule und gut, zur Schule gehen sie vielleicht einfach nicht, keine Ahnung. Aber Feuerwehr und Polizei und so müssen halt hier erstmal hinkommen. Wir haben immer noch nur Feldwege, ne, in der ganzen Stadt. Die ganze Stadt besteht nur aus Feldwegen. Perfekt ist es nicht, aber es muss auch nicht sein. Hm. Ah, guck mal, jetzt passt das hier auch. Ah, ne, das passt schon so. Da muss man jetzt nicht so viel Feinarbeit machen. Das Gebiet geht hier so, noch weiter. So. Dann mache ich nochmal hier das Füllen. Das ist ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, ob so ein einzelnes, doch einzelne Felder gibt es auch. Da wird auch noch was gebaut werden. Hm, vielleicht dehne ich das Gewerbegebiet hier in der Mitte nochmal ein bisschen aus, dass ich das vielleicht auch noch dazu zähle. Das Doofe am Tag-Nacht-Zyklus ist, ist wirklich sehr viel Nacht. Ne? Etwa 50% ist schon ziemlich viel. Muss man sagen. Achso, hier war ein neues Gebiet, was ich angelegt habe. Da wollte ich die Forstwirtschaft hinmachen. Das ist auf jeden Fall der Pflanzwald. Das ist nicht nur der Wald bei Pflanzberg, sondern das ist auch ein Wald, den wir quasi noch zusätzlich angepflanzt haben. Von daher passt es vielleicht ganz gut. Und da kommt ja die Forstwirtschaft hin. So. Und dann haben wir hier auch irgendwo schon in der Mitte schon ziemlich grünen Bereich. Das heißt, wir können hier gut eine Forstwirtschaft hinbauen. Und die bringen uns dann hoffentlich auch nochmal ein bisschen Steuereinnahmen ein. So. Ups, ne, wollte ich nicht so machen.
oder? Ja, ist auch alles im perfekten Bereich, was die Fruchtbarkeit angeht. Da kann man guten Gewissens was machen. So, jetzt muss da halt auch Strom hinfließen. Und da noch Industrie zugewiesen werden. Dann haben wir hier auch Forstwirtschaft. Und Erz können wir auch schon machen, wenn wir wollen. Na, dann muss doch mal der Teer her, ja. Hier Erz können wir doch hier bestimmt auch irgendwo. Dann können wir vielleicht theoretisch das selbst produzieren. Wobei, nee, Erz ist ein bisschen weiter weg. Das ist hier in den Bergen. Da ist Erz, also nicht da, wo wir schon sind. Da ist auch nichts. Die ganzen Vorkommen sind ziemlich dünn, ne? Das ist nicht so eine, irgendwo eine riesige Fläche, die irgendwas hat. Sondern ist alles ziemlich dünn. Da kann man viele kleine Industriegebiete machen. Oh, da hat jemand keinen Strom. Oder nicht genug. Ja. Ah, wir können die bauen. Das ist gut. Das ist gut. Gut, wir können die mitten in den Fluss setzen. Das ist natürlich auch schwierig. Eigentlich will ich die ja nicht machen, weil die machen ja den ganzen Fluss zu. Eigentlich müssen wir weitermachen mit dem, was wir bisher gemacht haben, weil... Ah, passt nicht so gut. Aber wir können hier die Insel bebauen. So. Oh, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich habe schon wieder hier nicht die Spezialisierung zugewiesen. Aber mitten im Wald ein Industriegebiet. Geil. Forstwirtschaft bitte. Habe ich denn, ne? Habe alles gemacht. Ich habe das Stadtviertel eingegrenzt. Ich habe dem einen Namen gegeben, der zum Wald passt. Und habe dann generische Industrie angesiedelt. Schön. Na gut, dann kommt halt jetzt die Forstwirtschaft. Ach so, und das ist nicht richtig verbunden. Gut, da muss hier noch irgendwas wachsen. Dann klappt das doch hoffentlich, oder? Alter, es ist immer so schwierig, wenn da eine Straße ist und so, die daneben und warum muss das so schwer sein? So, hier zum Beispiel noch was hin. Machen wir halt ein bisschen außenrum noch. Oh, dann haben wir es noch ein bisschen erweitert. Weil die Fruchtbarkeit, die könnte man da hinten noch ein bisschen optimieren. In den Ecken. Da geht noch was. Play your favorite hits, give out great prizes, and laugh their way through your commute. Jimmy and the Stallion, stable entertainment. Das mal weg. Und hier nochmal was hin. So. Und die haben keine Arbeitskräfte. Aber noch mehr Leute. So. Due to recent incidents, the chili will only be distributed at the end of your visit. That way you can enjoy it wherever you want. In a park, at home. Warning. Experts predict an earthquake could hit the area soon. Noch ein stärkeres. Alter, Moment. Moment, Moment, Moment. Können wir erstmal Schutzräume irgendwie einrichten oder sowas? Antenne.
Okay, Stromversorgung passt auch. Jetzt brauchen wir noch Schutzräume. Wie viel passen da rein? 1000. Hier brauchen wir 4 Stück von. Ah, es wird schwierig. Gut, man kann auch ein Darlehen aufnehmen. Dann können wir es uns immer noch nicht leisten. Okay, wir können die Leute informieren, aber wir können sie nicht retten. Man muss Prioritäten setzen. Erst kommt die Information, dann kommt die Rettung. Hilft zwar noch nichts, aber... Okay, es ist erstmal da. Es könnte... An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Boah, das gibt eine Welle. Naja. Na gut, die Welle geht weg von der Stadt erstmal. Gut, die könnte vielleicht zurückkommen, aber die wohnen ja auch teilweise auf dem Berg. Wow. Naturgewalten, ne? Na, ob das noch in die Stadt reinkommt? Na, ich glaube, es hat einen langsamen Schwung verloren. Nur die Katastrophenschutzeinheit, die wird ein bisschen überflutet. Ausgerechnet die. Die wird ein bisschen überflutet. Aber der Rest scheint ganz gut davon gekommen zu sein. Boah, hier, wie leer der Fluss auf einmal ist. Ja, jetzt hier die Straße vor der Katastrophenschutzeinheit ist jetzt überflutet. Hier auch. Das Haus hätte ruhig mal überflutet werden können. Wer hätte sich die Feuerwehr gefreut? Wobei, dann hätten sie es auspumpen müssen, das Haus. So oder so wird die Feuerwehr, muss die Feuerwehr kommen dann. Na gut, jetzt hier ist noch, das Wasser fließt doch noch ein bisschen weiter. Aber das macht wohl nichts kaputt oder so. Ich kann langsam mal die Zeit wieder beschleunigen, ich glaube, viel passiert da jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt ist hier Wasser, ne? Das weiß nicht, ob das irgendwann abfließt oder ob wir jetzt hier einen Teich haben. Ich nehme an, das wird abfließen. Okay, da gehen auch immer wieder mal Sachen kaputt, wahrscheinlich weil wir hier in der Ecke keine Feuerwehr haben. Aber wir haben auch gerade nicht so viel Geld, um Sachen zu bauen. Ich will so viele Sachen hier bauen, aber wir haben gerade einfach kein Geld, ist das Problem. Jetzt brauchen wir wieder neues Wasser.